Wir würden jetzt als nächsten Redebeitrag die Anti-Kohle-Kids begrüßen. Magst du noch umgehen? Cool. Mach mal Lärm für die Anti-Kohle-Kids. Ist schon an, ja, ne? Ist es an? Ja, okay. Ja, erstmal, ich find's mega, wie viele Leute heute gekommen sind. Ich habe nicht erwartet, dass die ganzen Splitter-Demos so groß wurden. Richtig nice auf jeden Fall. Also, ein Applaus an euch alle. Ich bin Yannick, ich bin von den Anti-Kohle-Kids Hamburg und wir sind junge Menschen aus den verschiedensten Teilen der Klimabewegung, aber auch aus der linken Szene in Hamburg und stellen uns hier ganz klar hinter die Forderung. Keine Bebauung von wertvollen Grünflächen. Immer noch werden viel zu viel Wälder, Wiesen, Felder, Moore oder auch einfach nur alte Stadtbäume jetzt im Angesicht der Klimakrise gefällt und platt gemacht für Betonklötze. Das geht einfach nicht. All diese Orte sind im Angesicht der Klimakrise und einer immer weiter wachsenden Stadt immer wichtiger und wertvoller. Sie bieten nicht nur Rückzugsort für Tier- und Pflanzenarten, Erholung, sondern kühlen vor allem das Klima der Stadt. Hätten wir keine Grünflächen mehr, sondern nur noch Büroklötze und andere Monster aus Stahl und Glas, würde sich das Klima innerhalb der Stadt und somit natürlich auch die Temperatur im Akkord erhitzen. Wir sehen es jetzt schon immer wieder im Sommer. Der Klimawandel ist auch hier bei uns vor der Tür angekommen. Hitzesommer, Wasserknappheit in vielen Regionen, Wetterextremen. Wollen wir dies noch weiter befeuern? Der Wohnraum, der auf der Fläche des Vivas gebaut werden soll, oder auch zum Beispiel das Quartier Oberbillwerder, wäre im Übrigen auch gar nicht zwingend notwendig, wenn der Wohnraum direkt in der Stadt für alle bezahlbar wäre, nicht als Spekulationsobjekt oder Geldanlage der Reichen leer steht, sondern mal lebenswert bleiben würde. Die Antwort auf die Wohnungsknappheit kann nicht sein, dass Grünflächen ohne Ende vollbetoniert werden, was, wie eben auch schon in der Rede vom NABU, allein im Bau unfassbar viele Ressourcen verbraucht. Allein Beton und Zement sind extreme Klimakiller. Sondern, dass der vorhandene Raum, den wir hier in der Stadt ja haben, einfach mal besser genutzt werden sollte. Leerstehende Bürokomplexe, die sich kein Mensch leisten kann, sollten mal umgewandelt werden. Der Wohnraum sollte vielleicht auch mal endlich denen gegeben werden, die darin wohnen und nicht mehr nur den Big Playern der Immobilienkonzerne gehören, wie Vonovia, Deutsche Wohnen, Landschulz und wie sie nicht alle heißen. Außerdem fordern wir ganz klar, lasst die Menschen konsequent teilhaben an der Stadtentwicklung. Das tut sich nicht ab mit ein paar Plakate aufstellen in Vierteln. Wie stellen Sie sich Ihr neues Quartier vor? Bringen Sie doch Ihre Ideen ein. Einfach nein, gar nicht. Ihr könnt doch nicht einfach auf Bürgernah machen und so tun, als würde euch das wirklich interessieren, was die AnwohnerInnen dazu sagen haben, wenn ihr am Ende eh über deren Köpfe hinweg entscheidet und nur Symbolpolitik macht. Zudem in Vierteln, wie beispielsweise in den Quartieren rund um den Viva, wo die Leute, die vielleicht nicht unbedingt hier schon lange genug leben, nicht mal ein Recht darauf haben, sich da zu beteiligen. Das kann doch einfach nicht sein. Diese Leute leben hier seit Jahren. Die bringen sich ein, das haben wir eben schon gehört. Vor Ort sind sie engagiert, sie kennen sich. Und jetzt sollen sie nur, weil ihre Vorfahren vielleicht zufällig nicht gerade aus Hamburg kommen, nicht das Recht haben, hiermit bei solchen Sachen sich zu beteiligen. Das ist doch auch irgendwie einfach rassistisch, oder? Was ich bei dem ganzen Thema leider aber auch immer wieder sehe, ist, wie einige Menschen versuchen, die Menschen zu spalten und ihnen zu erklären, irgendwo müssten ja Wohnungen gebaut werden. Ja klar, aber doch nicht auf Kosten der Natur und gegen den Willen der AnwohnerInnen. Außerdem lässt sich die Klimagerechtigkeitsfrage nicht gegen die soziale Frage ausspielen und auch nicht gegen die Wohnungsnot. Beide Probleme sind nur die Symptome von einem auf Profitmaximierung getrimmten Wirtschaftssystems, in dem die Bedürfnisse der Menschen, die Natur und vor allem die globale Klimagerechtigkeit in den Hintergrund treten, damit Konzerne ihre Profite erwirtschaften können. Wir sagen ganz klar,
Planet over profit. Nature over profit. Keine Gewinne. Auf Kosten unserer wertvollen Grünflächen. Jeder Baum zählt. Dankeschön. Danke dir.